Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 86. Comedy-Video hier auf YouTube. Heute über das Thema Völker. Es gibt ja die unterschiedlichsten Völker auf der Welt. Und die sind natürlich nicht alle gleich. Es gibt zum Beispiel in verschiedenen Gegenden die unterschiedlichsten Tänze. Und man hat mal versucht herauszufinden, was dabei herauskommt, wenn man die wesentlichen Elemente aller dieser Tänze in einen Tanz integriert. Und was dabei herausgekommen ist, kann man zum Beispiel beim Völkerball sehen. Aber die Unterschiede sind jetzt auch wieder nicht so gewaltig. Und da sind auch Vorstellungen, dass das eine Volk dem anderen überlegen ist, abwegig. Auch wenn gerade Europäer schon immer in der Geschichte dazu geneigt haben, sich als Wiege der Zivilisation zu sehen. Aber schon mit Blick auf die Antike kann man feststellen, auch wenn der kulturelle Einfluss des alten Griechenlands auf den östlichen Mittelmeerraum unbestritten ist, sollte man nicht aus Mykene Levanten machen. Aber die Unterschiede machen es ja gerade interessant, sich für andere Völker zu interessieren. Gerade Jugendliche sind begeisterte Völkerkundler. Und auch wenn sie es nie finden werden, ist der jugendliche Enthusiasmus immer wieder faszinierend, mit dem Jugendliche sich vornehmen, ich finde das Volk cool. Aber die Unterschiede sind natürlich auch nicht zu leugnen. Die meiste Ausstrahlung haben zum Beispiel die Leute in Australien. Oder in Indien gibt es ein ausgeklügeltes Briefkastensystem. Aber es gibt auch immer wieder überraschende Ähnlichkeiten. Zum Beispiel ist Wichita in den USA fast genauso groß wie Wichita in Russland. Aber es gibt natürlich auch Vorurteile, die sich hartnäckig halten. Es ist zum Beispiel nicht wahr, dass Lappländer immer Rehen essen oder nie Rehen. Oder es ist auch nicht wahr, dass Amerikaner Bayern als Bayerischkraut bezeichnen. Und es gibt auch Völker, die verschwinden einfach. Die gibt es jahrhundertelang und dann sind sie plötzlich weg. Wobei man manchmal einfach nur genau hinschauen muss. Zum Beispiel sind in Niedersachsen die Sachsen nie da, weil sie in Sachsen sind. Und manche Völker stehen mehr im Fokus der Aufmerksamkeit als andere. Der Kaukasus ist zum Beispiel berühmt für seine Felle. Die gehen etwa so, der Kaukasier kaut ein Stück vom Kautabak seines Bruders und gibt den Rest seinem Onkel. Oder in manchen Gegenden ist es seit vielen Jahren gefährlich und unsicher. Ein Abenteuer ist es zum Beispiel, im Libanon als Polizist in Beirut über die Straße zu gehen. Und dann gibt es natürlich noch Israel. Das nicht geschimpfte Land. Denn da, wo ich wohne, sagen die Leute, nicht geschimpft ist gelobt genug. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.